Ja, moinsen. Gut, wollen wir erst wimmeln oder wollen wir erst mal gucken? Wir gucken erst mal. Was haben wir denn da? Was haben wir da? Was haben wir da? Was ist das? Holzkachel, Schnitzerei aus, liegt zu tief, ich komme nicht heran. Gut, dann müssen wir erstmal wimmeln. Also, Papier, Tellerscherbe, Feder. Vier Tellerscherben. Eins, zwei, drei, vier. Papier. Papier? Da ist Papier. Eine Feder ist da. Zahnrad, Schaufel, Pinzette. Ja, es ist ein Scheißbild. Zahnrad, Schaufel, da ist das Zahnrad. Schaufel. Pinzette. Im Gras. Na yippie, yay. Wie soll ich jetzt hier eine Pinzette finden? Nee. Das ist so fies. Machen wir weiter. Brosche, Klöppelspule, Seil. Da ist die Brosche. Klöppelspule. Was ist das? Seil. Wo soll denn jetzt hier wohl ein Seil sein? Hier, das kurze Ding? Na super, ein Seilschnipselchen. Nee, 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 nee. Zapfhahn, Armband, Erdnuss. Das Armband, das wissen wir noch, das liegt hier. Ach, eine Erdnuss, keine Eiche. Wir wollen eine Erdnuss, nehmen wir die Erdnuss. Und ein Zapfhahn, das ist dieser da. Jetzt brauchen wir noch eine Pinzette. Ja, wo ist jetzt hier eine Pinzette? Ich sehe eine Haarnadel, aber keine Pinzette. Da, hier vor dem Schnabel, das Ding hier? Ja, supi. Wir haben einen Zapfhahn, das kommt garantiert ans Fass dran. Dann haben wir eine Kohlenschaufel und eine Pinzette. Ey, super. Aber trotzdem kommen wir da nicht, kommen wir da mit der Pinzette ran? Nee. Leider nicht. Mit dem Knüppel? Ein bisschen hin und her fuchteln? Dann nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir mal an das Fass. Dann nehmen wir mal den hier. Bing. Was? Jetzt brauche ich nur noch etwas. In die Schaufel. Geht nicht. Aber mit dem Sack, da können wir garantiert die Schaufel nehmen. Wetten? Warum nicht? Damals hat man das so gemacht. Hier gibt's aber nichts anderes. Gut, hier mal nochmal nach hinten. Ah, gut, dann nehmen wir den Eimer wieder mit. Oh. Eimer, Eimer. Bitte da hinstellen. Was ist das? Was ist das? So geht Bio. Wozu braucht man einen Eimer voll mit Bier? Kann ich jetzt hier noch was machen? Irgendwie nicht. Aber ich könnte doch bestimmt, wenn ich jetzt das hier reinkippe. Gute Idee. Also das nur in den Abfluss laufen. Okay. Schaufel funktioniert nicht. Säge funktioniert nicht. Knüppel. Das hat keinen Sinn. Das kann ich nicht benutzen. Dann eben nicht. Pinzette funktioniert auch nicht. Wenn ich jetzt das miteinander hier verkloppe oder da mit der Säge drauf rummeißel.
bringt mir alles nix. Ah, hier ist noch was. Was ist das? Ein Zettel. Ein Ticket für Haus in der Tour Street. Also schwind, ich hab mir eine Zukunft. Sonst noch was? Nee. Ja, und? Soll ich jetzt dahin wackeln oder was? Aua. Ne, irgendwie. Ja, der Sack. So. Gibt's hier an dem Sack irgendetwas anderes noch? Ja, ein gefüllter Sack, ganz toll. So, jetzt probiere ich hier alles aus. Weil ich absolut im Moment nicht weiter weiß. Und wenn ich das Bier da drüber kippe, geht auch nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht stundenlang hin und her rennen, bloß weil ich hier irgendwas nicht finde. Ich kann hier immer noch gucken. Was ist denn das? Oh, na, das soll einer sehen oder was? Ich weiß, ihr habt sie sehen, ne? Mann. Gut, jetzt reicht's mir. Skypay, schneid auf. Was ist das? Ein Haufen zu bad. Oh Gott. Nein, bitte die Schaufel. So. Nimm die Schaufel, bitte zu bad. Und jetzt hau ich da den Zement rein? Ja. Hau das da rein? Was? Wieso nicht? Ach so ist das gemeint. Ich dachte, das Loch ging nach hinten. Noch ein Gegenstand. Ach nee. Noch ein Gegenstand mit dieser seltsamen Symbol geritzt ist, das in Birkswall gefunden habe. Ob das Zufall ist, nach diesem Ticket lebte das Opfer im Dorfhaus in der 12th Street. Ich sollte mich dort umsehen. Vielleicht weiß der Besitzer etwas. Ich untersuche die Morde, die sich jüngst in Whitechapel zugetragen haben. Hat hier jemals eine Frau namens Annie Chapman gewohnt? Annie Chapman, das ist von dem Chapman die Tochter, oder wie? Vielen Dank. Ich werde mich kurz hier umsehen, wenn es euch nichts ausmacht. Nein, natürlich macht uns das gar nichts aus. Hier war doch, hier hat doch irgendwas geblinkelt. Sag ich doch. Ein Topf. Da ist ein Loch, aber da ist ein Zettel. Das sieht der Stück von zerrissenem Brief aus. Gut, dann hat hier aber noch was geblinkelt. Da ist immer noch ein Snippel. Gut, und jetzt geht's wieder ans Wimmeln. Yippie-ki-yay! Schraubenschlüssel, Katzenstatue, Armband. Also die Katzenstatue, die kannte ich schon. Ihre Schraubenschlüssel können sie langsam mal weglassen. Nee, hier ist das Armband. In jedem Bild suchst du hier einen Schraubenschlüssel. Ach, hier unten. Da ist er. Zwei Erdnüsse, Löffel und O-Ring. Nehmen wir das als O-Ring? Das nehmen wir als O-Ring. Supi. Eine Erdnuss und da ist die zweite Erdnuss. Einen Löffel. Anhänger und Ring. Der Ring war hier. Anhänger. Anhänger. Der da? Ein zerrissener Brief, zwei Stück und eine Feder. Da ist die Feder. Hier ist ein Stück vom Brief und da ist ein Stück vom Brief.
Gut. Und nun? Noch ein Stück. Haben wir jetzt alle? Supi. Haben wir fest an die richtige Position und den Brief. Rekonstruieren. Ich würde mal sagen, das ist ganz unten. Das kommt dahin. Das hier kann ich nicht wegnehmen. Gut. Dann. Ne. Jetzt ist schon ein bisschen schwieriger. Das kommt dahin. Was haben wir denn hier alles? Nee. Auch nicht. Oh, es ist jetzt wird's aber. Jetzt werden sie ja lustig hier. Nee, das kommt da auch nicht hin. Ah, das kommt hier hin, ne? Genau. Zack. Nehmen wir mal das Teil hier weg. So, nee, das passt auch nicht, aber das könnte hier rein passen. Ja! Okay, haben wir noch irgendwas, das passt da rein? So, jetzt können wir schon mal gucken. Liebe An. Haben wir irgendwas mit An? Was ist da? Anni. Anni. Lösung. Irgendwas mit einem G vorne. G, 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 G. So, jetzt können wir ein bisschen am Muster gehen. So. Dann haben wir das hier. Nee, auch nicht. Ist hier noch was drunter? Auch nicht. Das hier ist aber nicht dran. Ach so. Das müsste einem noch gesagt werden hier. Ich dachte, das war schon dran. So, fertig. Ging ja schnell. Dieser Brief ist an Annie adressiert. Vielleicht Annie Chapman? Hier geht es um jemanden, der bei dem Problem mit Nicoles Band helfen kann. Unterzeichnet Mary Carr. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer das sein könnte, oder wisst ihr, ob Annie Chapman der Nicoles Band Geld schuldet? Hm. Wie, was hatte der denn vorhin für eine Stimme? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist bestimmt Mary Kelly. Sie war mit Annie befreundet. Und was die Nicoles Band angeht, die meisten Bordsteinschwalben dieser Gegend stehen bei den in der Kreide. Meint ihr, die Bande hat Annie ermordet? Das kann ich nicht sagen. Für mich sieht das aber nicht nach einem Bandenmord aus. Könnt ihr mir einige Orte nennen, die Annie Chapman regelmäßig aufgesucht hat? Nee, kann er nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich dem für eine Stimme gegeben habe. Keine Ahnung. Sie war oft im Tailbands Pub auf Kundenfang. So. Entweder das oder die hat sich dort regelmäßig mit dem Lohn der Nacht betrunken. So, jetzt ist hier irgendwie so eine Bar von außen und so eine lange Straße. Ach so, das ist geil. Entschuldigung. Mein Fehler, ich dachte, das ist wieder eine Zwischensequenz. Entschuldigung, es ist schon spät. Ich bin das Spiel, das macht mich fertig. Entschuldigung. Habt ihr jetzt nicht gehört? So, eine alte Werkzeugkiste aus Metall abgeschlossen. Ich benötige etwas Kleines zu knacken. Nehmen wir mal die Pinzette. Ich wüsste nicht, dass man mit einer Pinzette ein Schloss knacken kann. Das geht ja auch nicht, okay. Hätte ja sein gekonnt. So, was haben wir hier?
Da ist eine Heizkette eingeklemmt. Wieso das denn? Wie kriegen wir die denn da raus? Mit der Pinzette, mit dem Knüppel? Natürlich nicht. Mit der Säge? Raussägen? Auch nicht. Da können wir reingehen. Da können wir lang gehen. Oh Gott. Wir gehen erstmal rein. Gehört Andy Chapman zu euren Gästen. Ja, sie war jeden Tag, jede Nacht hier. Meistens auf der Suche nach einem Freier zusammen mit ihrer Freundin Nicole. Was? Edwards und Kelly. Nicole's? Heißt das, Mary Ann Nichols und Andy Chapman waren befreundet? Aber ja, Sir. Polly, so nannten wir die Nichols hier. Nichols hier. Sie und Andy Chapman waren unzertrennlich. Echt Busenfreundinnen, wenn ihr versteht. Wirklich eine Schande, was mit ihr passiert ist. In der Zeitung heißt es, Lederschürze wäre dafür verantwortlich. Ein Kerl namens Pizza. Stimmt das wirklich? Ich darf zu einer laufenden Untersuchung leider keine Auskunft geben. Dürfte ich mich hier ein wenig umsehen? Aber sicher, nur zu. Gut, wir machen Pause. Zeit ist vorbei. Hier ist wieder Wimmeln, hier ist, da blinkt was. Okay, das gucken wir uns nächste Mal an. Also, mir fallen keine Stimmen mehr ein, wie ich die alle quatschen lassen kann. Tut mir leid. Ich versuche mein Bestes. Seid mir deswegen nicht böse. Okay. Ich sag mal wieder Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis denn dann.